Mein Name ist Martin Bayer, ich bin kaufmännischer Geschäftsführer der FH Joanneum und kümmere mich darum, dass die Finanzierung der FH Joanneum und die Organisation bestmöglich unseren Lehrbetrieb und Forschungsbetrieb unterstützt. Mein Name ist Thomas Rittig, ich darf die zentrale IT der Fachhochschule Joanneum leiten. Unsere IT ist sehr breit aufgestellt, wir sind ein Full-Service-Anbieter für alle Studierenden und Lehrenden auf der Fachhochschule Joanneum und wir begleiten mit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die FH im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Lehre und im Bereich der Verwaltung. Die Dienstleistung, die mit der Studer-App verbunden ist, ist für unsere Studierenden ein großer Mehrwert, weil man hat sekundenaktuell den Stundenplan und viele weitere Service am Handy. Wir sehen es an den Zugriffszahlen, mehr als 80% unserer Studierenden nutzen bereits die Studer-App und mit den Erweiterungen, die Studer durchgeführt hat, wie Studer Connect, können wir auch unsere Studierenden wirklich ganz hautnah und tagesaktuell mit Informationen versorgen. Was mir wichtig ist, ist das, dass ein Studierender dieses Wohlfühlpaket bekommt. Er sieht im Endeffekt alles, was für ihn relevant ist. Er muss den Student Lifecycle, es müssen die Prozesse, die wir auf der FH leben, auch in der App sich widerspiegeln. Das bedeutet, wenn was verschoben wird, dass der auch in seiner App das wiederfindet, dass er schnell seine Informationen zu Noten bekommt. Das sind für uns zentrale Dinge, warum wir uns für solch eine Lösung entschieden haben. Für mich ist der große Vorteil, dass wir hier zu den Studierenden einen Kommunikationskanal haben. Studierende lesen keine E-Mails, die wollen Push-Notifications auf ihren Smartphones haben und da ist die Studer-App zum Beispiel eine gute Ergänzung zu unseren Kommunikationsmitteln. Also informiert zu sein über das Studium ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass man auch im Studium effizient ist. Und wenn man gerade die aktuelle Corona-Zeit betrachtet, so ist es uns ganz wichtig, dass wir den Kontakt mit den Studierenden haben und auch hier können wir die aktuellen Corona-Informationen sehr zeitnah an die Studierenden übermitteln und auch für den Fall, dass es zu Veränderungen kommt in Hörsälen oder in einer Lehrveranstaltungsabhaltung, ist das über das App sofort abrufbar. Also der Kundenkontakt, den Studo durchgeführt hat, war sehr professionell und hat uns auch Sicherheit geboten, dass wir hier einen Partner haben, der langfristig mit uns diesen Weg gemeinsam beschreiten möchte. Also ich glaube, ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich das nicht empfehlen könnte. Die Studer-App bietet für eine Hochschule die ideale Möglichkeit, eine gute Kommunikation, die wesentlichen Prozesse an den Studierenden zu bringen, ohne aufwendige Eigenentwicklungen. Und deswegen kann ich diese Frage gerne mit Ja beantworten.